Hi Leute, herzlich willkommen bei German Comic Books. Ich habe euch heute ein Band von Marini mitgebracht, Enrico Marini, und zwar Die Adler Roms. Band 1 ist das, Nummer 1 von aktuell 5 Bänden. Das Ganze ist im Hardcover-Album-Format nochmal jetzt bei Carlsen Comics erschienen und für schlappe 16 Euro zu haben. Gefällt mir persönlich ziemlich gut. Der Band hat tolle Zeichnungen. Ich zeige euch das jetzt gleich auch mal. Über die Zeichnungen brauchen wir auch gar nicht groß reden. Die sind von Marini selbst gezeichnet. Und wie finde ich alle seine Comics grandios gezeichnet. Macht unheimlich viel Spaß, den Comic anzuschauen. Zu lesen macht ebenfalls Spaß, weil Enrico Marini in dem Fall auch als Autor tätig war und die Texte selber geschrieben hat und sich die Geschichte ausgedacht hat. Die Geschichte an sich ist eine relativ einfache Geschichte. Auf den Punkt gebracht ist das in dem Band eigentlich so eine Art Buddy-Movie, eine Buddy-Geschichte. Da sind zwei gegensätzliche Figuren. Das ist einmal der Hermann, der bei den Germanen gelebt hat und im Zuge einer Niederlage von den Germanen gegenüber den Römern quasi an eine römische Familie gegeben wird, um die Bindung zwischen den Römern und den Germanen so ein bisschen zu stärken und zu vertiefen. Deshalb soll der Hermann als Römer erzogen werden. Und wird dazu zur Familie von dem Valerius Titus, heißt er, glaube ich, gebracht, dessen Sohn Markus in dem gleichen Alter ist wie der Hermann. Und diese beiden, die lernen sich halt kennen. Das zeigt sich erstmal in relativ große Abneigung, weil die sich überhaupt nicht mögen. Und die werden halt von dem Vater, diesem Valerius Titus, von dem Markus, ausgebildet zu römischen Legionären. Und im Zuge dieser Ausbildung, die auch unheimlich hart ist, da nimmt der Vater auch keinerlei Rücksicht, dass es sich dabei um seinen Sohn handelt. Entsteht eine Freundschaft zwischen den beiden, die sich dann im Laufe des Comics festigt und durch ein bestimmtes Ereignis nochmal ganz drastisch vertieft wird. Das ist so im Groben die Geschichte des Bandes. Zwischendurch gibt es immer wieder Punkte, wo bestimmte Andeutungen gemacht werden, weil sowohl der Herr Mann als auch der Markus zwischenzeitlich bestimmte Visionen hat. Oder war es jetzt nur der Markus? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall wird in Visionen immer Sachen angedeutet und in Rückblenden werden auch nochmal Sachen von dem Hermann erzählt, sodass das Ganze so ein bisschen neugierig macht auf das, was kommt. Zum Ende des Comics befinden sich die beiden schon in einem Erwachsenenalter und man sieht auch, dass die als ausgebildete Legionäre quasi sind. Wie das Ganze weitergeht, bin ich jetzt echt gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Aktuell gefällt mir der Band ziemlich gut. Wie gesagt, 8 von 10 Punkten. Die Geschichte, also diese 8 von 10 Punkte bekommt der Band aber hauptsächlich wegen der Optik. Die Geschichte ist toll erzählt, macht Spaß zu lesen. Es sind auch relativ viele explizite Inhalte, viel nackte Haut zu sehen. Ist also nicht unbedingt was für Kinder. Richtet sich also ganz klar an ein erwachseneres Publikum. Aber wie gesagt, alles in allem hat mir der Band echt gut gefallen, hat mich gut unterhalten. Das ist, ich würde sagen, so Popcorn-Kinomäßig. Nichts Weltbewegendes, aber es macht einfach Spaß und unterhält. Und ich denke, ein Comic, der sollte auch unterhalten. Er muss nicht immer hochphilosophisch sein. In dem Fall habe ich mich echt gut aufgehoben gefühlt und habe mich klasse unterhalten gefühlt. Ich hoffe, euch gefällt der Band genauso gut. Falls ihr den lest, gebt mir mal ein Feedback, wie ihr das Ganze fandet. Falls ihr die ganze Story schon gelesen habt, würde ich mich ebenfalls freuen, wenn ihr mir einfach kurz eine Info hinterlasst, wie ihr die Geschichte fandet. Ich werde auf jeden Fall die 4 Folgebände noch lesen und euch zum Ende hin kurz informieren, ob sich das Ganze weiterentwickelt hat und wie es mir insgesamt gefallen hat. Aber aktuell, wie gesagt, 8 von 10 Punkten und für mich eine ganz klare Kaufempfehlung. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, von euch ein kurzes Feedback hinterlassen zu bekommen oder Daumen hoch oder wie auch immer. Ja, bis dahin, man sieht sich. Ciao!